Servus. Hörst du mich? Ja, ich bin mitten im Spiel. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Online. Einladung. Und beide? Hallo. Ja, was muss ich jetzt nochmal? Ach, einladen, Viereck. Passiert. Ah, jetzt. Okay, Einladung ist raus. Ich habe hier so ein Schnellreiseding gestellt. Du kannst direkt Schnellreise zu mir machen. Aber ich darf nicht so viel quatschen mit meiner Ullen. Ey, da ist noch ein Dicker. Was denn? Ja. Wir sind dann mal zu einer Kiste. Ich habe da noch eine ordentliche Waffe für dich. Und hier liegt auch schon eine. Habe ich alles platt gemacht schon. Komm mal her. Hier. Ja, der ist tot. Hier ist die Handfeuerwaffe 6 Sterne. Und ich glaube, wir kriegen Besuch. Da ist noch irgendwo einer. Geh mal in die Hocke. Kannst du die looten? Ja, mach dich zu dem anderen, loot den anderen auch noch. Gut. Wo haben wir denn jetzt Home? Unmittelbar nah am besten. Da. Kommen Sie mir nach. Also, jede Waffe hat Sterne, wenn du genau hinguckst. Die Farben sind uninteressant. Gelb ist 5 Sterne und dann gibt es noch mal so ein helles Violett. Das ist das Höchste, was du kriegen kannst, 6 Sterne. Und die kriegst du nur von den Bossen gedroppt. Die kriegst du sonst gar nicht. Ich hol das Ding schon mal aus der Kiste raus. Schön. Einmal 6 Sterne. Hast du schon mal 2? Das Ding ist der Hammer, sage ich dir. Ja, aber die Special, stell die mal um von Automatik auf bla bla bla. Die kannst du umstellen auf so einen Spezialmodus. Ich leg dir hier alles hin, was ich an Waffen für dich gesammelt habe. Weil ich brauche den Platz in der Kiste, ich habe die nur für dich.
gesammelt. Was du nicht brauchst, lässt liegen. Ich muss einzeln rausnehmen, sorry. Bin total voll. Hast du die Kaliber 50 schon? Kaliber 50? Eine Martini-Wehr. Die Scharfschütze-Wehr. Ja, hab ich. Was nimmt die für eine Munition? Die schwarzen. So schwarze Boxen. Warte mal. Bring mich mal die Schrotstunde jetzt hier. Ich bin nämlich. Habe ich auch, glaube ich, keins. Das habe ich großzügig weggeschmissen, das blaue. Gegenstand annehmen. Hier, welchen großzügigen habe. Ich habe dir noch ein Visier, so ein Aimpoint hingelegt. Die Dinger sind meiner Meinung nach am besten, wenn man nicht scopen will. Revolver habe ich auch schon. Aber auch nur einmal. Ich leg dir hier noch Medizin hin. Ich bin nicht mehr drauf angewiesen. Ich brauche keine. Ja, ich habe den Medi auf höchste Stufe und jetzt habe ich Adrenalin unendlich. Also ich brauche keins mehr. Ich kann mich die ganze Zeit wieder hoch pushen. Ja, hier, der grüne Rucksack ist Medizin. Das ist geil, du bist wieder da und jetzt sind die Kisten voll. Bleib mal da schön gechillt und mach mal dein Ding und genieße. Ich mache uns ein bisschen Musik. Ja, Kirschenmusik. Ich fand das so geil, ey, wo ich das erste Mal drauf gedrückt habe, ey. Nice. Naja, ich denke, das ist, um Gegner anzulocken. Tu dir selber einen Gefallen. Schmeiß die ganzen Billiggewehre weg.
die hellblaue Munition hier, die 243er Munition, was du gesammelt hast, alles weg. Die ACP-Munition, die weiße, weg. Alles weg, was du davon in der Kiste hast. Schrotflintenmunition, wirst du nur selten brauchen, Schrotflinte, weil die anderen Waffen sind einfach stärker. Wenn du von jedem Stick 60 Stück hast, am Ende in der Kiste und im Inventar, so mache ich das, reicht das am Ende. Ja, weil das ist eh alles Einzelschuss und lange Nachladen und 60 Schuss brauchst du lange, bis du die rausgeknüppelt hast. Ja, konzentrier dich lieber auf die Scharfschützenmunition und so. Und 7,62, weil 7,62 ist halt für, ich sag jetzt mal M4 und AK. Ja. Aber deine wichtigste Munition ist jetzt 9 mm, ist das, glaube ich. Diese braunen Boxen. Und dann am besten panzerbrechend. Und das mit der Waffe, die du von mir gekriegt hast, ja, sind diese großen ein Klacks. Ich babbel dich ein bisschen voll nebenbei. Pass auf, die ganze Karte ist unterteilt in mehrere Gebiete, ja, Abschnitte. Wenn du in den Abschnitt Radau machst, am Ende steigt das, das Level. Also, wenn du Level 7, manchmal musst du bis Level 10 hochpushen, Radau gemacht hast, dann spawnt ein Boss. Und dieser Boss droppt Bosswaffen und Bosskleidung. Die kriegst du nur von denen. Und das sind diese 6-Sterne-Waffen und ja, die Kleidung, die Hose, die ich zum Beispiel anhab, das ist eine Bosshose. Die anderen Sachen habe ich leider noch nicht, weil das ist echt schwierig. Ja. Kriegst du auch die Sachen teilweise doppelt. Aber ich habe gelesen, umso mehr Leute dran beteiligt sind, umso höher ist die Droprate. Kann man sich dann halt untereinander austauschen, weißt du, wenn man schon was doppelt hat. Und du musst mal bei der Kleidung achten. Bei mancher Kleidung ist ein Plus. Ja, da steht dann was, so ein Bonus. Ja, genau. Nur wird schon gesehen. Aber ich finde das prozentual so niedrig, dass ich nach dem Aussehen gehe. YouTube sagt, soll wohl nicht viel bringen. Da ist nicht zu merken, falls er das. Nee, das ist wirklich Peanuts. Kann ich schon mal auf die Karte gehen in der Zeit, weil ich will da zu der Mission rüber, Nebenmission. Flugzeug. Ich habe hier eigentlich schon ziemlich gut aufgeräumt. Ich wollte damit sagen, ich lasse dich einfach mal alleine. Bist schon groß. Bist so großer Junge. Ja, räum die Kiste einmal ordentlich auf. Ich habe das heute auch gemacht und dann hast du es hinter dir. Schmeiß, wie gesagt, den ganzen Rotz weg. Jagdgewehr ist Schwachsinn. Wenn dann schon dieses Jagdgewehr, was ich dir jetzt gegeben habe, diese höhere Stufe. Aber da brauchst du andere Munition. Deswegen die blaue Munition, schmeiß weg. Waffentechnisch, ich trage mit mir rum 1, 2, also 4 im Inventar und 3 Waffen ausgerüstet. Also, ach so, das kannst du dir doch gar nicht leisten. Entschuldigung. Oh. Die Mission ist bewacht. Jetzt bleibe da stumm machen. Ich mag das Spiel mittlerweile. Ach du Scheiße, sind das viele. Ist das euer Ernst?
Ah, der eine ist missionsbedingt. Gut. Scheiße, ich hab falschen Knopf gedrückt. Dumm gelaufen. Das darf man gar keiner erzählen. Habe ich mich von so einem kleinen Spinnenvieh gerade weghauen lassen. Nur weil der Vogel die auskacken musste, weißt du? Es geht mir so schwer auf den Sack, ey. Da gibt es ja noch die großen Bosse, diese fetten, die dann auch noch diese Spinnenviecher auskacken. Ey, Alter, da kriegst du das Kotzen, aber ne, die, weiß ich nicht, als hätte er einen Dünnpfiff, weißt du? So schnell kannst du gar nicht schießen, aber da krabbeln 10 von diesen Viechern da um dich rum. Das ist keine Chance. Nehmen wir mal da ein bisschen Medizin mit. Schon wieder so eine Brut. Das gibt's ja gar nicht. Ey, Alter, was ist denn hier los? Die hast du doch mitgebracht aus der Spätschicht. Deine Kollegen, wa? Eindeutig das falsche Gebiet. Die haben nur Schrotflintenmunition und Pistolenmunition. Kotze, ey. Das ist nicht gut. Ich werde mal einen Revolver ausprobieren. Ich hatte das Vergnügen noch nicht. Aber das ist auch nicht mein Ding eigentlich. Platz zuweisen. Bin ich mal gespannt. Sekundärwaffe. Oh, da stampft da schon wieder was rum, was Großes. Warte mal, ich muss erstmal hier die Mission machen. Da ist Scheiße im Flugzeug drin. Da liegt da eine Waffe drin. Ja, bestimmt Crap. Bin ich jetzt fertig mit der Mission?
Ah, egal, ich mach da erstmal Bunker weiter. So, wo sind die Stampfe, Junge? Ich will mal rauf. Der kommt doch nicht. Wo ist der hinterlaufen? Das ist viel zu sch. Wo ist denn das? Irgendwo bei der Kirche da. Ja, dann hörst du einen anderen. Ach du Scheiße. Der ist nicht alleine. Die haben mich drauf. Die haben mich drauf. Scheiße. Das ist nichts für mich mit dem Revolver. Kam die helfende Hand. Pass auf, bei dem Dicken ist ganz wichtig, dass wir hinten dem auf dem Arsch hat er so einen großen viereckigen Container. Wenn wir den müssen wir den zerwamsen, weil das ist der Typ, der spottet die ganze Zeit Gegner. Geh mal in die Hocke, dass der uns nicht spottet. Wie gesagt, Ziel Osper, da, nur der Arsch. Da, dann können wir mit denen kämpfen. Wenn die Kiste kaputt ist, dann kann er keine Gegner spawnen lassen. Weil der lässt auch große Gegner spawnen. So ist es nicht. Diese Zweibeine. Ah, er kommt auf uns zu. Moment. Wir haben Zeit. Wenn wir damit fertig sind, machen wir auf seinem Vorderbein, hat er so Metallblenden drauf. Die schießen wir den dann nochmal runter. Oh, meine Frau. Ich muss ein bisschen leiser sein, glaube ich. Aber wir haben hier ein gutes Spielfeld, auch wenn wir hier unten. Aber wenn der mitspielt, können wir den von da aus auf 3 schießen wir den hinten auf den Sack. Ob der wirklich mitspielt. Das ist noch die Frage, der kommt jetzt runter. Bleib ruhig da. Wichtig ist, dass du in die Hocke gehst. Du bist ja in dem Moment getarnt. Oder hat er dich drauf? Ach, deswegen verhält er sich so komisch. Ah, das war meine Tarnung schon hochgeskillt ist. Okay, ich hätte jetzt einen Rucksack drauf. Jetzt hat er dich wieder drauf, glaube ich. Er dreht sich wieder zu dir. Ja. Ich versuche es jetzt einfach von oben. Dann nehme ich jetzt doch nochmal. Was habe ich noch an Munition? Ich muss mal kurz wechseln. So. Hast einen Sack drauf? Oh, jetzt hat er mich. Jetzt nicht mehr. Der ist ein Kasper. Was macht der da? Der soll da runtergehen auf das freie Feld, das man schön bearbeiten kann. Obwohl es hier eigentlich sogar besser ist.
kann er sich nicht so wehren. Die war gut geworfen. Alter. Ich hau jetzt die Kiste weg. Ich warte jetzt nicht mehr. Magazin reichen. Ich glaube, die ist schon kaputt. Das war's schon. Gut. Mama, mach die Beine kaputt. Ja, genau. Scheiße, Alter, voll fehl. Vier Sterne. Was für eine? AI-76, sowas wie eine AK-47. Oh, in Violett. Herzlichen Glückwunsch, ich habe nur eine blaue. Nicht schlecht. Ja, gut was rausgeholt. So, wenn du jetzt aufs Gebiet guckst, auf der Karte, hast du doch hier Süd-Blub-Region. Und da steht jetzt Level 2. Und wir müssen halt noch ein bisschen mehr Stress machen, aber ne, um auf Level 7, Level 8 oder vielleicht sogar auf 10, es kommt drauf an, und dann spawnt ein Boss. So. Bunker wollte ich machen. Ja, ich hatte eigentlich schon ausgewählt. Ich muss gerade mal gucken auf dem Radar. Dann kam ja der Kampf dazwischen. Das mit den Bunkern, das ist so eine Sache. Ach, da oben ist das. Ach du Scheiße. Ja gut, was muss, muss. Da sind wir gut beschäftigt, bis wir da oben sind, haben wir glaube ich zwei Bosse. Achso, du rüstest die Waffe noch um. Schmeiß die andere gleich weg. Noch nicht. Noch nicht. Also Stunk machen, oberstes Gebot. Hast du schon so ein Bossy Guild? Ja, natürlich. Das sind die schwerer. Die sind schwerer, bewegen sich um einiges krasser und verteidigen sich ziemlich krasser, Mann. Das sind eigentlich die gleichen Gegner, nur dass die dann so ein Schwert über dem Kopf haben und einen Namen. Und der ist auf der Karte zu sehen. Ja genau, das X sind zwei Schwerter, mehr oder weniger, gekreuzt. Genau die. Von denen kriegst du die netten Sachen. Wo denn? Ach da, ja bei mir geht der Radar ein bisschen später an. Ach hier, die Scheißdinger da. Die Alarmflöten. Ich hab noch was Russisches.
Ach so. Wir gehen so oder so jetzt gebietsüberschreitend. Nee. Auf allen beiden Gebieten ist Stufe 2. Hier habe ich auch schon Ärger gemacht. 270 Punkte. Wir müssen so oder so. Ja, ich glaube, das hauen wir mal weg. Ist der scheiße schnell. Alter. So hab ich ihn auch noch nicht erlebt. Okay. Das ist der Tank. Auch auf die Beine. Und aufs Gesicht. Ich nehme mir von hinten vor. Die Beinschienen sind schon kaputt. Ey, das ist ein Boss. Alter, pass auf. Der hat sich gerade entwickelt zum Boss. Jetzt will es aber wissen. Ja, egal, ich stehe einfach drauf. Komm, Digga, bleib auf mich. Lass den Kollegen in Ruhe. Komm her, hier bin ich. Die ich noch nicht habe. Bitte, bitte. Nee, keine Waffe. Aber Munition ohne Ende. Super. Oh, du hast eine Jacke bekommen. Alter, herzlichen Glückwunsch. Das ist Bossjacke. Ja, also die nennt sich Bosskleidung, aber das müsste normalerweise was Armeemäßiges sein. Steht ganz unten in der Liste. Jawohl, geil. Super. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ja die Hose dazu, Digga, Amanda. Zu der Jacke. Ja, Stück für Stück, Alter. Guck mal, jetzt hast du schon zwei Waffen und schon erste Bosskleidungsteil. Von daher kannst du nicht beschweren. In so kurzer Zeit, ich habe länger gebraucht. Aber das ist geil, zu zweit. Du kannst den schön pushen, ich kann den pushen, du kannst schön hinten den übel Schaden geben. Also zu zweit ist viel besser als alleine. Macht noch mehr Spaß. Nur munitionsmäßig. Ich muss auf AK wechseln und die ist nicht so stark. Obwohl, ich kann jetzt auch mal die Sniper ausprobieren. Jetzt, wo du dabei bist, nehme ich mal die Sniper. Der Prügel schlechthin, ey. So, gut. Machen wir noch ein bisschen Stunk. Was haben wir für ein Level? Haben die uns das Level weggenommen oder haben wir es noch? Ja, wir haben noch Level Stufe 2. Coole Sache. Die haben das andere Gebiet resettet. Finde ich gut.
was. Oh ne. Oh ne. Ich mag die einfach nicht, diese scheiß verfuckten. Oh, die haben uns schon drauf. Komm, das war's eh schon. Oh, voll die Fratze. Ich sag doch, ich mag die nicht. Die sind hinter dir her. Komm, bleib stehen, du Wichser. Alter. So im Nahkampf macht sich die Waffe nicht gut. Die batschen mich richtig. Ja. Ich glaube, der mag dich. Warte, ich heb dich auf. Ich habe auch Wiederbelebung eigentlich nicht. Sehr schön. Der hat Granaten. Ich habe hier Medizin abgelegt, viermal, aber ich glaube nicht, dass du das brauchst. Recht. So, ich denke, schadenmäßig mache ich mehr von der Entfernung mit Zoom. Also ohne Zoom, keine Ahnung, wo die Kugeln hingehen. Stufe 3, wunderbar, läuft doch. Ich glaube nur nicht, dass wir hier oben Gegner finden. Hier kommen wir nie hoch, Alter. Lass uns gechillt. Vergiss es. Gib mir das jetzt hier nicht. Lauf ich halt einen Bogen. Scheißberg. Ja, jetzt geht das wieder los. Ja, warte mal. Ja, ja, ich auch. Ich würde sagen, oben bist du noch lange nicht. Ist halt die Frage, ob wir überhaupt da hoch wollen. Ich gucke gerade mal auf die Karte. Da oben war schon, da ist so ein Aussichtspunkt. Aber es liegt halt auf dem Weg. Also Luftlinie. Von daher. Ja, toll. Ja, warte,
soll ich denn das jetzt machen? Ich komme. Naja, die sind nicht alleine. Ja, ist an mir vorbei. Oh. Scheiße. Haben wir sie? Ja, okay. Ah, bitte die falsche Munition. Scheißgebiet. Das Gebiet, wo die roten Hunde unterwegs sind, die stärksten, da ist am besten. Da kriegen wir unsere Munition. Ah, da kommt noch was auf uns zu. Ach, nee, das ist doch schon wieder so scheiß. In den Bäumen. Muss mal aufpassen, aber in diesen Dingern, was wir jetzt gerade abgeschossen haben, es gibt drei verschiedene oder vier verschiedene von diesen Zusatzdingern, die du an Scope machen kannst. Die höchste Stufe ist, wo du alles drei dran hast. Ich habe im Moment eins mit zweien, wo ich Thermal- und Rotsicht habe. Und da gibt es aber auch eins, wo du alle drei hast, auch noch Nachtsicht. Eigentlich muss man die Dinger immer abchecken, aber ich habe da auch keinen Bock drauf, immer reinzugucken. Nur, dass du mal Bescheid weißt, also... Och, da kommt schon wieder was. Sag mal, das ist doch bestimmt wieder so ein Vieh. Ja, ist noch so ein Vieh. Leckst du am Arsch. Wieder im Baum irgendwo. Sag doch, die Schüsse gehen sonst wohin, ohne Scope. Solche Sachen habe ich dich. Ich bin schon Level 20, habe ich gerade gesehen. Super. Kontakt. Ach, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Meins. Aber da ist noch eins irgendwo. Ah, hier. Oh, vorbei. Okay, gut. Dass ich mir sparen kann. Ah, gut aufgeteilt. Der Bunker wird schon angezeigt. Wir sind nicht mehr weit weg. Scheiß Dreckvieh, du. Eine Taube war das. Ich denke, was leuchtet da? Da ist es. Ich komme näher und sie fliegt weg, weißt du? Das nächste Mal schieße ich ihr den Arsch.
Kontakt. 12 Uhr. Ja, Dreier. Mindestens drei, denke ich mal. Wo denn jetzt? Ich bin dran vorbeigerauscht, oder was? Ich verarsch. Hängt der hier hinten Bäumen drin, oder was? Diese Penne. Ich krieg doch angezeigt auf dem Radar. Ey, unter uns. Bunker, Bunker, unter uns. Springst du als erstes, oder wie machen wir das jetzt? Geronimo! Ich kann's mir leisten. Zack, da steht er. Das ist so geil. Das feiere ich echt. Ja, ich denke, das ist der Eingang hier. Ich gehe mal kurz an die Fahrradstation. Ich will mal was gucken. Ich habe da eine Vermutung, was ich heute bekommen habe. Fahrrad. Jawohl. Guck mal. Nein. Ja. Und schönes Rot, ne? Ich hab Rot und Blau, kann ich jetzt spawnen lassen. So. Wir sollten auf jeden Fall hier drinnen abluten, aber ne, wir sollten nämlich hier unsere Munitionstypen finden. Also im Bunker hat sich bis jetzt immer gelohnt. Bin ich immer gut rausgegangen mit Munition. Aber das ist niemals der Eingang, oder? Doch. Oh, Alter, ich werd verstrahlt. So Resident Evil mäßig, weißt du? Dieser Raum. Okay. Ja, die blaue Tür. Da ist wohl was dahinter, denke ich mal. Boah, Alter, was ist denn hier alles drin? Da wollt ihr mich verarschen? Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich muss gerade mal gucken, ob ich irgendwie noch Platz habe. Da sind geile Sachen drin, ne? Ich schmeiß hier so ein Funkgerät weg. Und Medizin wieder. Ich hab da einen Sack voll fallen lassen, die rote Munition ignoriere. Weil der Revolver ist echt scheiße. Ist das gespawnt oder lässt du da was fallen? Ich lass bloß Schrott fallen. Okay, alles klar. Hier scheint aber gut was los zu sein in dem Bunker. Hier hinten ist auch noch eine Kiste. Kompensatoren sind auf jeden Fall besser als Schalldämpfer. Also ich habe auch diese verlängerten Läufe habe ich drauf. Oder verbesserte. Ja, die Dinger sind definitiv angesagt. Also ich bin durch die rote Tür und dann gleich rechts ins nächste Zimmer. Hier ist auch nochmal zum Munition. Oh geil, meine Munition. Oh, endlich. Ja, unterm Tisch. Das scheint ein Ausgang zu sein.
oder? Ja. Okay, dann abwärts. Sollte es Munition geben für uns. Wieder nix. Nur Schrott. Fuck, ey. Ich glaube, ich nehme mein Liberty AK jetzt. Schon runter. Coole Sache. Ist aber ein kleiner Bunker. Ah, warte mal, mal. Gibt's hier was? Oh, ja. Oh, die ist auch wieder gut bestückt. Toxic. Also die Gasmaske bringt schon was, ne? Ja. Warum hängst du da fest auf der Treppe? Okay. Ach, du hast da gelootet. Aber wie gesagt, wenn ich umfall, einfach ignorieren. Ich, ne, hast du jetzt mitgekriegt. Oh, hier. Ein Rucksack. Auf dem Scheißhaus. Oh, Klamotten dran, ne? Ey, schub's doch nicht immer. Alter, hier sieht man gar nichts. Ich. Ich hab die Dinger hier in den Raum alle hochgejagt. Siehst du, drinnen gar nichts mehr. Was für eine Scheiße. Ich glaube, wir sollten hier mal ganz schnell rausgehen. Das kann nicht gesund sein. Ja, das waren so gelbe Dinger. Ich habe gedacht, ich probiere mal mein Glück. Oh, hier unten ist noch Munition. Zwar jetzt nicht unbedingt atemberaubend viel unterm PC. Hinten in der Ecke. Oh, 7,62. Du kriegst Rauchgeschoss und ich krieg 7,62. Das nenne ich fair, das nenne ich fair. Hinten beim PC, unterm PC, die? Ja, und hier hinten in der Ecke waren es wir. Warte, da muss ich nochmal zurück. Wie hinten in der Ecke? Ah. Oh, ein violettes Teil. Für die Maschinenpistole, ein Kompressator. Mein Inventar ist voll. Scheiße. Irgendwas wegschmeißen. Ah, Funkgerät weg.
Ich habe diesen Kompressator schon, das ist für die MP5. Komm, ich gebe dir den. Dann kannst du dir das auch drauf machen. Warte mal, Gegenstand droppen, hier. Bringt auch wirklich was. Also ich habe exakt den gleichen drauf. Ich gehe schon mal hoch hier aus diesem Nebel. Müssten jetzt oben die Türen offen sein. Was war schon gelben? Krass. Ja, den kannst du wegschmeißen. Da beneide ich dich, dass du den gelben schmeißt. Gelb habe ich bis jetzt nur Raketenwerfer. Und da weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Sachen gibt, die man da drauf machen kann. Weil ist eigentlich uninteressant. Ich will nur die Special-Waffen, aber ja, wegen der Trophäe. Eine 5-Sterne-Waffe mit einem 5-Sterne-Modifikation. Ah, hier ist doch Ruheraum. Das ist gut. Da oben läuft eine ganze Zeit ein Tank. Nicht? Krass. Wir sind hier noch nicht fertig in dem Bunker. Definitiv nicht. Wir sind zwar schon in dem Raum, aber... Ah, hier geht's weiter. Oh. Gruselig.
Ja, da ist ein unsichtbarer Tisch. Oh, Zielfernrohr gelb. 4x8 fürs Gewehr. Habe ich auch mal was Gelbes. Eine Modifikation. Glücklich. Ich meine, für die Schrotflinte habe ich auch schon gelbes Visier in der Kiste. Dem Bunker hier finde ich übel viel Sprengstoff. Ist ja der Wahnsinn. So gut wie keine Munition, aber Sprengstoff ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Granatenlandminen. Ja, genau. Ich meine, kann man ja gut gebrauchen, den Scheiß. Landminen sind auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, hier geht ja noch ein Gang. Alter. Ja, Alter, wie soll ich denn da durchkommen, Mann? Sorry. Ui, hier hinten ist eine nette Kiste. Alles mit Munition, die ich brauche.
Gut, dann verstehe ich eins nicht. Ich muss mal auf die Karte gucken. Schwarz. Hä? Wir sind nicht mehr annähernd an unserem Ziel. Wir sind in einem anderen Bunker gelandet. Wir haben nicht mal die halbe Strecke. Oh Gott, oh Gott. Na da, da wo ich den Mega gesetzt habe. Oder den Marker. Ah, jetzt habe ich noch einen Raum übersehen. Wunderbar. Hoch. Wo ging's hoch? Hier. Ja, normalerweise gibt es hier noch einen PC, wo man dran gehen muss. Wir haben das Licht angemacht. Obwohl, das läuft in jedem Bunker anders. Da. Keine Ahnung was. Man kriegt auch nichts angezeigt hier bei dem Bunker. Gleiche Stelle. Hinten ist nichts gewesen. Ja, der Bunker ist noch nicht aktiv, weil hier ist nämlich auch noch alles dunkel. Im Hauptraum. Aber scheiß drauf, wo geht's denn raus jetzt hier? Ah, hier. Ne, warte mal. Hier muss man. Hier geht's hoch. Disco. Irgendwo stampft was. Stufe 3 immer noch. Das im Bunker unten hat nicht gezählt. Unter der Erde. Oder? Doch, Punkte hat es gegeben, aber wir sind immer noch Level 3. Haben schon 500 noch was Punkte. Was ist das für eine Sauerei? Alter, ich krieg die ganze Zeit einen Feind angezeigt. Bist du das? Naja, hier links von uns. Ja,
bei mir, hinter mir. Ja, jetzt ist links hier irgendwas. Ja, das ist unter der Erde. Ich sag ja, wir haben nicht alles gemacht da unten. Da ist noch was gewesen. Oh, Safe Raum. Sehr schön. Ich wusste es, dass er sich drum kümmert. Was? Ja, ich bin aber jetzt schon weggerannt, ne? Also ich komme nicht wieder den Berg hoch. Ja, die fliegenden Dinger, oder? Ah, okay. Ja, die kommen nie alleine. Das bringt nix, Hanja. Du wirst der Katze nicht wehtun. Junge, Junge, Junge. So klar. Ja, ja. Alter, ich sitze hier unten und schieb mir die Kugel.
Endlich. Ist er da? Tritratra. Stufe 4, vor uns sind ein paar Gebäude. Wir müssen aufpassen, wir dürfen das Gebiet jetzt nicht überschreiten. Weil ich wollte mir gerne den Boss jetzt schon noch holen, wenn wir mal ein bisschen Remi-Demi machen. Wo sind deine Freunde? Hä? Alles offen, komisch. Ich glaube. Schon gelootet. Weiß ich nicht. Nee. Ist noch nicht gelootet. Nee, hätte sein können, dass ich schon hier war heute. Oben ist nur in dem einen Zimmer ein Rucksack. Ich werd verrückt, du kommst hier nicht rein. Wo bist du? Du glaubst nicht, was hier drin ist. Kennst du den Film mit hier Zurück in die Zukunft? Kennst du das Auto? Jetzt geh mal da rein und guck. Geh mal gucken. Da ist er. Da ist er. Lass uns einsteigen, los. Ey, da gehen sogar die Türen nach oben. Er ist weggeflogen. Wie weggeflogen? Bei mir ist er weggeflogen. Echt? Bei mir ist er noch, ich hab. Geh mal an den Kofferraum hinten und dann drück mal Viereck. Warte gleich. Kofferraum Viereck. Na, dann steht irgendwas mit aufmachen. Nee. Warte, muss ich vielleicht. Warte mal, ich mache erstmal die Türen wieder zu. Vielleicht muss ich die Türen zumachen. Wenn nicht, dann so was wie Kofferraum machen oder irgendwas halten zum Öffnen oder so. Dann ist er rausgefahren und dann ist er weggeflogen. Du erzählst Doch, der ist weg von hier. Hier, pass auf. Ja, aber. Ich glaube, sie rausgefahren, ist weggeflogen. Ich habe nicht aufgezeichnet, sonst hätte ich dir gezeigt. Ey, ich krieg hier nichts. Bei mir ist er noch da, siehst du? Warte, ich stehe jetzt oben drauf. Merkwürdig. Wie sieht meine Sicht aus? Ich glaub's dir. Komisch, warum fliegt er bei dir weg und bei mir nicht? Hier hinten stand ich hinterm Kofferraum und dann auf den Kofferraum gucken und dann stand ich kurz da. Bei mir steht da nichts. Scheiß drauf. Oder ist ein Bug, damit ich ihn noch nicht sehen darf, weil ich noch nicht so weit bin. Aber geil. Sich sowas einfallen lassen, am Ende, ja. Das haben sie sich nicht nehmen lassen.
Los, mach Alarm. Da, komm Gegner. Lass sie ruhig Alarm machen. Uiuiuiui. Drei Stück. Ab in die Scheune, Alter. Lass uns in die Zukunft. Abhauen. Pass auf. Dann kommt jetzt auch der Boss. Die Tür geht nicht zu. Gut. Jetzt ist das Auto kaputt. Toll, hast du gut gemacht. Sechs Stück oder so gewesen. Alter. Schon wieder. Ey, der ist tot. Der ist tot. Ach so. Ich dachte, Mensch, auf was schießt er? Boah, Alter. Drei Stück noch da draußen. Nicht ein Stück Munition dabei. Die Dreckshunde. Diese Abzocker. Ja. So, gucken wir mal. Immer noch Stufe 4, aber wir haben schon 600 Punkte. Oh, da ist noch eine Nebenmission. Da können wir auf jeden Fall den Schacker, also den Boss bekommen da oben. Ach, das ist sogar Hauptmission. Fundsache. Fundsache. Lass uns das mal machen. Da müssen Gegner sein. Ist nicht weit.
Oh, ich habe richtig gehört. Zwölf Uhr. Wie sieht's aus bei dir mit Munition? Schaffen wir den? Ich habe jetzt nur 300. Komm. Was ist es denn für ein Typ? Ist, glaube ich, der Tank, oder? Ja, ist der Tank. Ja, der hat uns eh schon. Angriff. Machen wir gleiche Technik jetzt wieder, wie vorhin. Weil mit dem ist nicht zu spaßen. Dass du hinter den kommst, aber ne? Keine Spinne abschmeißen. Der Behälter ist weg. Lass mal aus den Bäumen kommen, ja, den Bixer. Ich krieg den so schlecht drauf da. Ist da ein Assi? Komm raus jetzt. Pass auf, Toxic. Du bist Sau. Jawoll, nice. Bitte, jetzt gib eine Waffe, du Dreckshund. Wieder keine Waffe. Ey, Alter! Das gibt's doch nicht. Du Glückskunde. Sag ich nichts. Mehr Glück als Verstand, der Kollege. Zieht ein Ding nach dem anderen raus. Du hast bis jetzt bei jedem was bekommen, oder? Ja, die beiden großen liegen mit dem Material. Ja. So, Medizin weg. Aber ich beschwer mich nicht. Ich habe heute trotzdem genug abgeräumt. So, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Lange mache ich nicht mehr. Also ich mache jetzt noch die Nebenmission. Und dann mache ich langsam Feierabend.
Das ist was Großes, aber ne, munitionsmäßig. Ich habe zwar noch 1000 Schuss jetzt hier für die AK, aber so ganz auf Null weiß ich nicht. Macht es morgen keinen Spaß weiterzumachen. Muss dann erstmal Munition farmen. Also wir können von mir aus gerne noch einen machen. Aber erstmal gucken, was jetzt da ist. Vielleicht wartet da schon einer oder zwei auf uns. Wer weiß. Hatte nämlich heute auch schon eine Mission. Da waren drei von diesen großen. Drei Stück. Ich hab gedacht, ich spinne, ey. Oh. Oh. Alter, guck mal hier drüben. Im Schilf, wie viele das sind. Vier, fünf Stück auf. Oh. Na, im Schilf mache ich die aber nicht. Sollen hier hochkommen. Das ist scheiße zum Looten. Alter, sind das viele. Lags, die waren viele. Ich mach mal hier ein paar Minen hin. Rückzug. Alles vermint. Die hab ich erwischt. Nimmt kein Ende. Das müsste es gewesen sein. Oder? Ja. Also bei mir läuft die Musik noch. Ich glaube, wir haben noch irgendwie Alarm. Ja, ich hatte jetzt zwei dabei, wo was drin war. Aber Rest auch alles Schrott. Es müssen Zweibeiner sein. Ah, hier, guck mal. Munition müsste es ja hier geben. Maschinenpistolen. Also dieser Lauf in Gelb habe ich jetzt auch. Ich glaube, wir kriegen Besuch.
Oh, hier ist auch noch eine. Was ist das? Lauf Violett für Sturmgewehr. Den gönne ich mir. Ja, irgendwie wurde der LKW angezeigt, jetzt nicht mehr. Nee, bei mir. Doch, jetzt auch wieder. Ach, hier. Vorne ist eine Map drin oder irgendwas. Zerstöre die Lieferung von Maschinenbrennstoffzellen. Ja, wir müssen rein. Wir müssen da drinnen irgendwelche Sachen zerstören. 7 Stück insgesamt. Auf geht's. Schweinebacke. Oha. Oh, Alter, direkt ins Gesicht geschossen. So ein Bastard. Oh, da ist sogar ein Rohr drin. Jetzt geht's los. Mit was schießt du denn da? 15 Kaliber. Ah, hast du auch? Welche? Was? Du hast die 5 Sterne oder was? Ja, 6 Sterne. Wo hast denn die her? Die musst du von dem Boss haben. Die kriegst du ja nur von dem Boss. Geile Nummer, ey. Nein. Ich hab keine 6 Sterne. Nee, ich hab keinen Platz dafür. Naja, weil die modifiziert ist, kannst du die noch umstellen mit R1 irgendwie? Alter, nice, dass du das Teil hast schon. Hut ab. Da beneide ich dich etwas. Oh. Oh, hallo. Hat er sich selber weggehauen? Oder warst du das? Nee. Ist der bescheuert, der Typ? Ich glaube, wir müssen die Container zerstören, oder? War jetzt eben nicht ein Container mehr hier? Oh, hier liegen Leichen. Ich guck erstmal, ob wir nicht schon durch sind. Sagt, dass wir fertig sind, würde ich sagen. Da ist nichts mehr. Das war die Aufgabe hier. Die Dinger zerstören und den LKW. Wir
Ist ja gut, dass die sich selber zerstören. Viele violette Sachen hast du noch? An Waffen? Mhm. Die über Dumme hätte ich was. Die Pistole und die MP und die. Ja, und die Scharfschütze. Was, die MP hast du auch schon auf Stufe 6? Na, die hast du mir doch jedenfalls noch nicht. Nein, das ist nicht die MP. Also nicht die MP5. Weil die MP5 gibt's ja auch noch mit 6 Sternen. Achso, nee, ja, nee, nein, ich meine das andere hier. Ja. Also, drei Stück hast du. Okay. Ja, ich hab auch drei Stück. Ich hab den Raketenwerfer, 6 Sterne. Anbringen. Gut, dann kann ich das ja weglegen. Ja, der schießt zwei Raketen mit einmal. Das war's dann aber auch schon. Aber der macht ordentlich Damage. Tja, keine Ahnung. Hier war ich auch noch nicht. Ich laufe nochmal kurz darüber. Vielleicht ist da ein Safehouse und dann ab ins Bettchen. Ich habe heute schon so viele Bosse weggeknallt. Verschiedene Sorten und ja. Gut, eigentlich kann ich mich über die Droprate nicht beschweren. Nur, dass es halt doppelt war. Bei mir. Diese MP doppelt und die Pistole doppelt. Verlassene Blub, Hü und Hot. Gibt's hier irgendwas? Na, hier gibt's eine Fahrradstation und eine zugenagelte Garage. Also können sie hier eventuell safe. Jo, hier ist safe. Wunderbar. Das nenne ich ein gutes Ende. Ich war es nicht. Ich bin aus Versehen abgerutscht. Zählt das? Ey, das Haus ist auch vernagelt. Lass uns das mal checken. Aber ne, hier gibt es bestimmt irgendwas. Checker. Check, check. ,56 braucht kein Mensch. Scheiß Muni.
Pistole hier. Ich hab zu dir gesagt, komm ins Haus, lass uns mal checken. Zumal hier gibt es eine Terrasse hier oben, kann man eventuell das Ganze ein bisschen besser organisieren. Oder auch nicht. Ich sehe nicht meinen Gegner. Weil du die davon alle hast an der Backe. Scheiße. Du mich auch, du scheiß Drecksstift, du Elender. Der hat mir ins Gesicht geschossen. Naja. Oh, Alter, wo kommen sie alle her? Hau doch mal ab hier. Sind alle bescheuert, wa? Was war denn das jetzt am Ende? Warum sind die jetzt alle in die Luft geflogen? Hast du Granate hingeschmissen? Da stand zwei Gasbehälter zwischen dir. Ja. Ah, sehr schön. Ja, ich hab keinen Damage bekommen, also alles gut. Da hinten steht noch einer vor dir, vor der Hütte. Diese Drecksbiester, ich hasse sie. Man denkt, dass sie tot sind und ja. Na, einer, hau mal ab. Willst du mich verarschen, wa? Ist das nicht dein Ernst? Einer. Junge, Junge, Junge. Oh oh. Ah, gut. Da! Ich sehe null! Du mit deinen Granaten, du hast zu viele! Nee, scheiße. Hört aber nicht auf. Sag mal, ich denke, es ist vorbei. Das gibt's da nicht. Ja. Ach gut. Feierabend. Den habe ich richtig gut getroffen. Wieder viele von diesen Schrotflintentypen dabei gewesen.
alles scheiße. Drecksschrott. Ups. Unfall. Ah, hat keiner mitgekriegt, hat keiner gesehen. Da ist ein tiefer Graben, da muss es aufpassen. Oh! Oh nee, meine Freunde, jetzt geht's los, hau ab! Jetzt vergiss es! Alter, tausende Spinnen hier! Bring mal deine Granaten mit! Beeil dich mal! Ich hab keine mehr, ich hab nur eine. Oh shit. Oh, schlägt mich ihn. Schlägt mich. Alter. Die sind gefährlich. Die kleinsten sind die schlimmsten. Hier kannst du ein bisschen Zielübung machen, ne? Das ist dir bewusst, ne? So. Kannst du ein bisschen trainieren, mein Freund. Hier liegt eine Leiche auf dem Dings, ein Soldat. Check den ab. Check. Scheiße. Hast du diesen Knopfsalat gesehen hier drin? Ja. Alter, Alter, Alter. Den. Echt? Ja, wie ist das? Violett, die Sterne. Wo hast du den gefunden? Der lag hier an der Leiche. Ach so, bei dem Otto. Ja, bei dem war ich schon. Ja, ja. Hab deine Hand gehabt. Die hat deine Hand gehabt, ja. Ach, echt? Lag da noch eine Waffe rum? Ich hab schon den 4-Sterne-Revolver, bei mir hat er nix. Ja, das ist, weil ich den schon hab bestimmt. Kriegst du, glaube ich, nur einmal. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung. Obwohl, das kann nicht sein. Die 6-Sterne-Dinger habe ich auch schon mehrfach bekommen. Oha. Ist das ein richtiger See? Ist das euer Ernst? Wer hat denn den Scheiß gemacht hier? Johnny. Okay, alles klar. Das ist fies. Guck mal, was man da vom Bogen machen muss jetzt, aber nur um darüber zu kommen. Das ist nur, ja, das ist ja, boah, alter, brutale Scheiße. Hier, hier. Was, hier, hier? Hier, Sumpf. Sumpf hört sich gut an. Toll, hast du gut gemacht. Du willst mir jetzt erzählen, du kommst diesen jämmerlichen Berg nicht hoch oder was hier?
Doch. Ja, ich sehe das schon. Ah ja, hier hinten geht's. Ich bin oben. Alles gut, alles gut. Eine rote Kirsche. Sonst sind die immer weiß. Hat das jetzt irgendwas zu bedeuten? Na, weiß ja nicht. Vielleicht ist es nicht christlich. Vielleicht ist es katholisch. Geh mir nicht auf den Sack. Ich spiele hier in Ruhe, du. Ne, das sind Feinde. Die schießen auf mich. Er wieder. Aber jetzt interessiert mich das mit der Kiste hier hinten. Rote Fingernägel. Immer wieder auf die Nase binden, ist ein 50er Kaliber. Dafür habe ich ein rotes Fahrrad. Darauf kann ich verzichten. Das sagst du nur, wenn du, ich höre das doch schon an der Stimme, Pipi in den Augen hast. Oh, hier gibt's ein Buch. Ach so. Neue Nebenmission. Also entweder bist du das oder wir haben hier schon wieder einen Gegner. Hier draußen läuft jemand rum. Der macht Radau. Ja, ich gucke aber die Kirche noch schnell durch. Dann mache ich Radau zurück. Ah, warte mal, vielleicht kann ich Gegner anlocken mit der Orgel. Ah, hier oben ist auch eine Kiste. Ne? Finde ich auch. Ja, ich feiere das auch total. Gut, also hier ist auf jeden Fall ein Ruhepoint. Zu jeder Location, wo wir jetzt bis jetzt hingekommen sind, fast jede, ist auch Kiste gewesen. Ja, das schaffen wir heute nicht mehr, noch einen Boss anzulocken. Stufe 3. Und was haben wir da für einen Kollegen? Das ist dieser Dreckwichser mit seiner scheiß Büchse hinten auf dem Rücken. Aber der hat direkt drei Hunde vor mir gespawnt. Tschüss. Heute nicht mehr. Weil
Weil mit denen ist geil, wenn du denen seine Büchse hinten auf dem Rücken nicht kaputt machst und der wirft die ganze Zeit Viecher, dann kannst du ganz schnell hochpushen, Stufe 10. Und dann kommt hier dieser Vernichter der Menschheit. Der ganz große. Ich weiß nicht, ob es noch was Größeres gibt, aber bei denen hatte ich auch diese zwei MPs rausgezogen. Beim Vernichter der Menschheit. Ich bin immer gespannt, ob es noch irgendwie so einen Megaboss gibt, so einen Überboss zum Schluss. Keine Ahnung. Das wäre geil. Gut, Digga. Lassen wir die Orgel nochmal kurz klingen. Die zwei Titel sind zu kurz, irgendwie. Es ist nur der eine Titel, der irgendwie so geil ist. Der hier. Das? Gut. Hausch dich raus aus der Lobby. Ach, jetzt drückt er auch nochmal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Zu zweit ist es um einiges einfacher. Braucht man weniger Munition. Ah, der 300 Meter Schuss, den habe ich auch noch nicht. Ich glaube, da braucht man den Prügel, den du hast. Oder den in Gelb. Kann auch sein, dass man die reine Waffe braucht in Gelb. Ja. Da kannst du doch bestimmt ein Visier drauf machen, oder nicht? Gehen aber auch nicht alle, glaube ich.